Ach, ist das herrlich, wie das summt. Einfach herrlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr sitzt im Hintergrund. Bienenvölker, da kommt jetzt der Honigraum rauf. Und ich werde mit euch heute in ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Bienenvölker reingucken. Das könnte vielleicht ein längeres Video werden. Ich werde euch heute ein bisschen erklären, wie wir den Honigraum geben, was für Varianten, sage ich jetzt mal, es gibt. Und wir werden uns einfach mal so das ein oder andere Volk einfach mal angucken, was die Volksstärke angeht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu spät schon mit dem Honigraum. Wir werden es feststellen. Es gibt ja viele, viele Imker, die jetzt schon die Honigraume drauf haben. Ist auch ganz gut. Bei diesem Stand ist es hier aktuell. Hier ist kein, ja, ich sage jetzt mal Raps in der Gegend. Also eigentlich auch keine Tracht, die die Bienen, sage ich jetzt mal, in vorsichtiger Ausdrucksweise ausflippen lassen. Ne? Weil Bienen ist ja für die, ja, nee, Raps ist ja für die Bienen, ja, wie ein Dopingmittel, sage ich jetzt mal. Ne? Da fliegen die voll darauf ab und Rapsfeld in der Nähe und Attacke. Ne? Los geht's. Ja, wir gehen mal an die Völker ran. Ich bereite mal eben alles vor und dann möge der Spaß beginnen. Ich habe mich mal eben umgezogen und den Smoker angemacht. Bei solchen Arbeiten, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt Wachsbrücken entfernt und Honigräume aufgibt und um die oberen Rähmchen zu reinigen, sollte man schon ein bisschen Rauch oder Rauchmaterial verbinden. Ich würde mal einfach sagen, wir gucken jetzt einfach mal in die Völker rein. So. Ihr seht es ja jetzt selber hier schon, haben die Bienen halt sehr viel Oberbau betrieben. Ne? Ihr seht es hier vorne, Wachsbrücken, da eine Wachsbrücke, hier Wachsbrücken. Und das ist natürlich für das Absperrgitter später unvorteilhaft. Ne? Jetzt werde ich die Bienen eben einmal ein bisschen runtertreiben, damit ich die Wachsbrücken gleich entfernen kann. Na? Bis jetzt sind sie relativ ruhig, brummen ein bisschen auf, aber das liegt natürlich daran, weil ich jetzt natürlich den Smoker hier in der Hand habe. Ne? Aber ihr seht selber, ein sehr guter, ja, sehr gute Volksentwicklung. Ich werde gleich mit euch hier so ein, zwei Waben rausziehen, gucken, wie weit der Brutstatus ist. Aber ich sehe selber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, ich sage jetzt mal 10,5 Wabengassen sind besetzt. Und das ist ein Zeichen für uns, wo wir den Honigraum aufsetzen. Ne? Ein sehr ruhiges Volk, eine sehr ruhige Biene. Und das ist das. Ich finde das jetzt, ne, ihr seht ja selber. Ne? Ich kann hier ganz dicht mit meiner Nase rangehen, kann gucken und die Bienen gehen ihrem Tageswerk nach. Ne? Und das ist das Schöne. Einmal die Bienen runtertreiben. Jetzt brauche ich mal einen Stockmeißel hier. Und dann einmal vorsichtig einmal die Wachsbrücken oberhalb vom Riebchen einmal abmachen. Das hatte ich ja eben schon gesagt, wie gesagt,
ist halt besonders wichtig, weil sonst würde das Absperrgitter nicht bündig auf diese Hähnchen aufliegen. Ne? Ich will diese Völker dieses Jahr auf 2 Bruträumen führen. Ich führe ja normalerweise immer auf einen Brutraum, aber das hat einen speziellen Grund. Aber da kommen wir, sage ich jetzt mal, im Laufe der Saison noch zu. Ich will mal was ausprobieren, ob das vielleicht für den Arbeitsablauf einfacher ist. So, die packe ich jetzt mal eben kurz einmal an die Seite. Und dann wollen wir uns mal 1-2 Waben aus diesem Volk mal angucken. Ich habe in dieses Volk noch nicht reingeguckt. Da ist Pollen drauf. Da unten ist schon Drohnenbrut. Na, kriege ich die raus? Da ist Drohnenbrut drauf. Hier ist auch schon die Königin am Stiften. Hier oben ist ein, ja, ich sag jetzt mal, ein Futterkranz, wo sie sich durchfressen. Wenn ich die Königin sehe, dann zeige ich sie euch natürlich. Ne? So. Die Königin ist gut in Brut, gut in Eilage. Ich gehe mal jetzt die nächste Wabe und dann reicht mir das eigentlich auch schon fast. So, kriege ich die rein? Ja, kriege ich rein. So, jetzt mache ich die mal eben kurz alle ein bisschen locker, dann muss ich nicht jedes Mal den Stockmeißel in die Hand nehmen. So. Das Volk propolisiert ihren Bienenstock auch noch nicht so doll. Man hat ja immer so meistens das Problem, wenn man deutsche Malmaßrähmchen mit Hoffmann-Seitenteile nimmt, dass dann die Rähmchen alle so propolisiert werden. Bei manchen Bienenvölkern ist es so, bei manchen aber auch nicht. Ne? Das ist ja auch wie so ein Fluch und Segen. Ne, wenn ich das jetzt, ich zeige euch das mal. Ne, ihr seht es ja jetzt selber. Hier oben ist schon frische Brut drin. Ne? Hier ist sie schon verdeckelt. Hier oben sind Stifte drin und die Biene baut, ja, ich sag jetzt mal einen virtuellen oder so ein, oder die Königin versucht jetzt natürlich alle Zellen zu belegen. Wenn ich mir so ein bisschen hier die Umgebung anschaue, ist hier auch noch keine Schwarmstimmung. Ne? Ich habe ja schon bei vielen gesehen, dass sie schon teilweise die ersten Schwärme eingefangen haben. Nö, ist nichts. So, dann gucken wir uns eben noch mal eine weitere Wabe an. Und dann hat sich das für dieses Volk auch erstmal erledigt. Ne? Weil gesagt, ich gucke jetzt nicht alle 22 Rähmchen durch, weil A wäre das auch ja, jetzt um die Jahreszeit unnötig, weil die Bienen, wie ich ja eben schon gesagt habe, tragen fleißig Pollen ein. Die Königin ist sehr gut am Stiften. Wir haben auf jeder Wabe haben wir einen Futterkranz, einen Pollenkranz, sage ich jetzt mal. Hier vorne ist so ein bisschen an der Seite Überbau, aber auch da ist noch keine Schwarmstimmung oder sowas. Obwohl das Volk schon für die Jahreszeit doch sehr gut nach vorne geschritten ist. Ne? Die Entwicklungsstufe bei diesem Bienenvolk ist sehr, sehr gut. Wenn ich da unten in die Wabengasse reingucke, sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Bienen im unteren Brutraum. Und die Bienen auch, ja, die Bienen sind sehr, sehr ruhig, ne? Ihr seht es ja selber. Auch hier frischer Nektar eingetragen. Auf der Seite und auf der Seite alles komplett bestiftet. Und das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. So. Herrlich. Das reicht mir jetzt für dieses Volk. Dann werde ich jetzt alles wieder zusammensetzen, so wie es war. Und wichtig ist natürlich auch, wenn ihr jetzt Waben rausnimmt aus dem Volk, dass ihr die Waben auch so wieder reinsetzt, wie ihr sie rausgeholt habt. Ne? Das würde sonst, ich sage jetzt mal, die Bienen haben ja auch so eine innerliche Reinheit. Ne? So, den muss ich mal eben klein bisschen näher ransetzen. So. Die haben ja so eine. Stellt euch mal einfach vor, ich würde eure Küche in euer Badezimmer bringen. Das würde euch auch nicht gefallen. So, die Wabe tue ich jetzt rein.
Futter ist noch ausreichend vorhanden, aber nicht so viel, dass ich jetzt sagen könnte, okay, die Bienen würden das Futter jetzt oben in den Honigraum umlagern. Ne? Die haben überall so einen kleinen Futterkranz, links und rechts eine Futterwabe. Reicht vollkommen aus. Wenn ich jetzt hier noch mehrere Futterwaben drin gehabt hätte, dann hätte ich hier welche rausgeholt und die mit Mittelwänden ausgetauscht. Ne, diese Futterwaben kann man natürlich auch dann später für Ableger benutzen, wenn man dann Ableger machen möchte. So Mädels, hier geht jetzt mal ein bisschen woanders hin. Ne, ich habe ja eben alles oben abgekratzt, hier habe ich was vergessen, das kann ich eben noch mal ein bisschen wegnehmen. So, husch. So. Und dann habe ich mich für unsere Imkerei über diese, ich sag jetzt mal, Absperrgitter aus Plastik entschieden. Wir haben die aus, auch aus Nirosta-Stahl. Damit haben wir früher angefangen. Das Problem bei diesen Absperrgittern aus Nirosta-Stahl, sage ich jetzt mal, wenn die hier auf dem Bienenvolk drauf sind und man mit dem Stockmeißel versucht irgendwie das Absperrgitter wieder runterzukriegen und man da auch nur, ja, ich sag jetzt mal, so leicht so eine Strebe hier verbiegt, dann kann es passieren, dass die Königin oben in den Brutraum mit reinläuft. Und dann kommt der Imker an den Bienenstand oder der Jungimker und freut sich, oh, meine Bienen haben so viel Honig eingetragen. Und dann guckt er oben in den Honigraum rein und sieht, Mist, die Königin hat hier oben den ganzen Honigraum bestiftet. Ist mir auch schon so oft passiert, dieses Malheur. Deswegen immer schön gucken, dass die Abstände von diesen Honigabsperrgittern oder von den Absperrgittern alle gleich sind. Da gibt es natürlich auch so ein bisschen diese Richtungsweisung. Ich lege das Absperrgitter meistens immer mit den Streben, die weniger sind. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, wenn ich jetzt so ein bisschen näher rankomme. Hier vorne, ihr habt ja hier im Querbau, genau quer, habt ihr ganz viele Streben. Und bei den Längsbau, so, jetzt habe ich es, habt ihr weniger Streben. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. So, und ich setze das Absperrgitter so aufs Bienenvolk mit diesen weniger Streben, weil durch die Wabengassen, die hier oben drauf sind, besteht die Gefahr, weniger Wabengassen, sage ich jetzt mal, mit dieser Strebe zu verdecken. So, jetzt setze ich das eben einmal hier rauf. So, Mädels, geht mal ein bisschen zur Seite, dann nehme ich mir jetzt nämlich auch schon den Honigraum. Ihr habt ja jetzt hier gesehen, dass das Bienenvolk hier ist Längsbau. Jetzt muss ich mich... Ich komme immer ein bisschen durcheinander, längs und quer. Quer ist so, längs ist gerade. Sonst hätte ich gesagt Warm- und Kaltbau, aber da hat mich ja letztes Mal einer netterweise, sage ich jetzt mal, darauf hingewiesen, dass es heißt nicht genau, ne? Warm- und Kaltbau hieß es früher so, also im Längs- und Querbau. Und ich habe die ja unten jetzt im Längsbau und den Honigraum setze ich im Querbau rauf. Das hat den Hintergrund, wenn ich jetzt den Mädels, husch, husch, das hat den Hintergrund, wenn ich jetzt den Honigraum hier oben raufsetze, im Längsbau oder im Querbau beziehungsweise, und unten das Brutnest ist. Na? Das Brutnest ist so, die Bienen belaufen ja jede einzelne Wabe, die Königin beläuft jede einzelne Wabe und der Honigraum steht da jetzt im Querbau oben drüber. Das hat den Hintergrund, die Bienen können gleichzeitig oder gleichmäßig in diesen Honigraum hochziehen und diesen auch gleichmäßig ausbauen. Wenn ich den genauso anordnen würde wie den Brutraum, dann würden sie, sage ich jetzt mal, eher so links oder rechts anfangen und würden sich dann so von links nach rechts durcharbeiten. Dann müsste ich irgendwann den Honigraum einmal drehen und das spare ich mir dadurch. Ne? Es gibt ja verschiedene Varianten, um seine Honigräume auszustatten, sage ich jetzt mal.
Wir haben dieses Jahr viele Mittelwände, die wir verwenden für die erste Honigraumgabe. Das heißt, die Bienen können die erste Honigraum oder die ersten Honigräume komplett alleine selbstständig ausbauen. Normalerweise packen wir immer bei den Honigräumen so 2-3 ausgebaute Honigraumwaben, sage ich jetzt mal, aus dem Vorjahr in diese Honigräume mit rein. Da wir dieses Jahr aber nicht genug haben, habe ich mich da notgedrungen dazu entschlossen, dass wir halt ausgebaute bzw. nicht ausgebaute Rähmchen mit Mittelwänden einsetzen. Um einen höheren Wachsausstoß oder eine höhere Wachsproduktion zu haben, löten wir bei uns, ich habe jetzt gerade keine dabei, aber wir löten bei uns, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal gezeigt, immer eine halbe Mittelwand ein. Das heißt im Endeffekt eine halbe Mittelwand drinne, die andere Seite ist leer. Und das immer im Versatz. Das heißt Mittelwand, Leerraum, Mittelwand, Leerraum, Mittelwand, Leerraum. Und so dass die ganze Honigraumzarge durch. Hat den Hintergrund, die Bienen bauen die Mittelwände aus und ziehen diesen Leerraum weiter mit aus. Aus Eigenwachs, aus Eigenproduktion. Und das ist für uns, wie gesagt, wichtig. Natürlich haben wir dadurch weniger Honig. Wir sind eher auf die Wachsproduktion aus als auf die Honigproduktion. Ich werde jetzt dieses Volk einmal zumachen. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Volk und gucken uns das nächste Volk eben einmal an. Ihr habt es ja jetzt aber auch gesehen. Ein sehr, sehr ruhiges Volk. Es ist mir, ja, ich sage jetzt mal, nicht entgegengekommen. Ich habe auch immer einen Eimer dabei. In diesem Eimer sammle ich unsere Wachsbröckchen. Ja, für die meisten Leute machen das nicht. Aber ich kann euch nur den Tipp geben, macht es, sammelt euer Wachs. Ihr werdet staunen, was zum Ende des Jahres, wenn ihr eure Mittelwände oder eure Altwaben einschmelzt, was da an Wachs zukommt. Ne? Besorgt euch einen, ich sag jetzt mal, Sonnenwachsschmelzer. Ne? Wachs ausschmelzen mit Sonnenenergie. Baut euch einen Sonnenwachsschmelzer. Das wird dieses Jahr auch noch so eine kleine Produktion von mir werden. Ein Sonnenwachsschmelzer selber bauen, natürlich einen kleinen Ticken größer als die, die man kaufen kann. Aber ja, hat ja gerade erst angefangen. Das wollte ich damit ausdrücken. So, wir gucken uns jetzt das zweite Volk an. So, mal gucken, wie lieb die Völker sind. So, Smoker brennt. Die kommt einmal zur Seite. Und dann wollen wir uns auch mal eben einmal das Bienenvolk hier angucken. So, eben einmal die Folie mal abklopfen. Gucken, dass die Folie nicht wegläuft. Ich habe ja jahrelang ohne Folie geimkert. Ne? Imker ich teilweise immer noch. Bei den Völkern ist es halt so, ich habe ja bei den meisten Völkern habe ich eine Gase drauf, eine luftdurchlässige Gase. Die propolisieren die Bienenvölker über den Winter immer mit Propolis. Ne? Die Bienen machen ja ihren Bienenstock kitten sie ja mit Propolis ein. Und wenn ich jetzt eben, das zeige ich euch mal, jetzt habe ich ja eben die Oberträger eben abgekratzt. Ne? Und das hier ist alles Propolis. Ne? Propolis mit Wachs. Ne? Ihr seht selber, wie das am Kleben ist. Ne? Das kann man natürlich auch sammeln. Da kann man herrlichste Sachen von machen. Ein Produkt aus dem Bienenstock, Leute. Produkt aus dem Bienenstock. Da kann man natürlich aber auch diese Absperrgitter nehmen. Ne? Bei manchen Bienenvölkern habe ich aber auch teilweise Drohnenrahmen aus dem letzten Jahr drin gelassen. Ne? Die habe ich dann mit einer Reißnadel, so heißen die ja, mit einer Reißnadel markiert.
Und die haben sie teilweise bei dem einen oder anderen Bienenvolk dann auch schon wieder ausgebaut. Und die Königin hat die einzelnen Zellen dann mit Droneneiern wieder bestiftet. Ne? Auch hier schon sehr, sehr gut Nektar drinne. Da will ich mal kurz. Oh, das ist schon Honig. Oh, lecker. Das ist echt, echt lecker. Diese Wabe, die wandert auch oben in den Honigraum. Die packe ich an die Seite ran. Oh, das ist lecker. Die kommt an die Seite in den Honigraum. Oh. Und das ist das Schöne an der Imkerei. Aber das hatte ich ja eben schon erzählt, ne? So. Dann ziehen wir uns mal eben einmal so die Waben einmal durch. Und dann will ich nämlich, wie gesagt, auch eben einmal ins mittlere Brutnest reingucken. Da unten ist auch schon Drohnenbau. Ich sehe schon, hier ist auch schon Pollen drauf. Na, die ersten Spielnäpfchen. Aber da ist nichts drin, das ist noch aus dem letzten Jahr. Das sieht man immer ganz gut. Die Spielnäpfchen aus dem letzten Jahr, die sind dunkler als die neu angelegten von den Jungbienen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder von den Bienen aus diesem Jahr. So. Futter. Brut. Da dürfte es auch schon losgehen mit Brut. Wenn ich da so reingucke. Schauen wir mal. So. Jawohl, auch hier ein schöner Futterkranz. Hier ist schon alles bestiftet. Da unten ist schon verdeckelte Brut. So, kommen wir mal auf die andere Seite. Da sind schon die ersten Larven zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die Königin habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das muss ich auch nicht. Weil ich sehe, dass hier überall frische Stifte drin sind. Und das ist mir im Endeffekt ausreichend, oder es ist ausreichend genug für mich, ne? So, das ist schon die dritte Wabe. Auch dieses Bienenvolk hat eine Wabengasse mehr oder beziehungsweise eine Wabengasse weniger besetzt als das Volk von eben. Wollen wir nochmal eben eine Wabe ziehen? Ich habe ja eben gesagt, ich habe in dieses Volk dieses Jahr noch kein einziges Mal reingeguckt. Deswegen kann es passieren, dass sie, ja, die Rähmchen halt noch mal so ein bisschen fester drin sind als normal. Und auch hier ein wunderschönes Brutnest. Schön ausgebreitet. Auf der Seite genauso. Herrlich. Und ihr seht selber, echt mega ruhige, entspannte Bienen. Ne? Das ist echt schön. Auch wenn ich hier oben mit dem Mikrofon, weil Mikrofone mögen sie normalerweise gar nicht. Das habt ihr ja letztes Jahr so aus den ein oder anderen Videos mitgekriegt. So, kommen wir mal in die Mitte von dem oberen Brutraum. Und selbst hier alles bestiftet. Die ersten Drohnen sind auch schon da. Also man könnte, wenn man möchte, sage ich jetzt mal mit der ersten, ja, Königinzucht oder Königin-Nachzuchtreihe beginnen. Wir warten immer noch ein bisschen. So, jetzt muss ich hier aber einmal schon kurz gucken, weil das sieht ein bisschen verdächtig aus. Nein, da ist aber nichts drin. So, Leute, das sollte mir reichen. Oder wollen wir uns spaßeshalber noch mal eine Wabe angucken? Wir gucken uns noch eine Wabe an und dann schiebe ich auch alles wieder im Block zurück. Oh, ist das schön. Das ist herrlich. So. Da ist wieder so ein verdächtiges Spielnäpfchen, sage ich jetzt mal. Aber das ist, wie gesagt, aus dem letzten Jahr. Pollenkranz, Brutnest, verdeckelte Brut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich sehe unten, die Rähmchen sind auch alle voll.
wunderschön. So, dann hatte ich ja eben gesagt, dass ich die eine Wabe oben in den Honigraum reinsetze. Das machen wir dann auch. Dann werde ich hier nämlich eben einmal gleich eine Mittelwand reinsetzen. Achtet darauf, wenn ihr so Styroporbeuten verwendet, so wie ich, dass ihr euch keine Löcher in die Beute reinschmelzt, ne? Weil so ein Smoker kann nämlich relativ warm werden. So, ich hole mal eben den Honigraum. So. Und dann nehme aus dem Honigraum eine Mittelwand. Die packe ich jetzt an den Rand von dem oberen Brutraum. So, eben einmal hier vorne nochmal einmal kurz das Propolis so ein bisschen wegkratzen. So. Hier hinten auch. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, muss das Absperrgitter bündig auf dem Brutraum aufliegen oder beziehungsweise hier oben drauf liegen. Zu große Lücken begibt sich halt nur die Gefahr, dass die Königin oben in den Honigraum reinläuft. So. Eben kurz einmal die Bienen ein bisschen runter treiben. So. Und dann kommt der Honigraum auch wieder im Querbau oben rauf. Und dann war es das auch schon für das Volk. Die können jetzt innerhalb von kürzester Zeit den Honigraum ausbauen. Eben einmal kurz einen Kontrollblick, dass die Königin hier oben nicht drin ist, beziehungsweise dass sich nicht aus Versehen die Königin hier oben auf dieser Wabe befindet. Ist nicht. So, mal eben kurz ein bisschen runterschütteln. Zack. Und rein damit. Einmal links, rechts die Bienen einmal weg. Dann kommt jetzt hier oben wieder die Folie rauf. Deckel drauf. Fertig. Und schwuppdiwupp ist die Frühjahrsdurchsicht plus Honigraumgabe beendet. Schön, ne? So schnell kann es gehen. Es würde normalerweise noch schneller gehen, aber ich versuche natürlich euch so ein bisschen das eine oder andere zu erklären. Ne? Aber das hatte ich ja eben schon gesagt. Wollen wir noch eins machen? Ein Volk noch? Habt ihr noch Lust? Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Anregungen, Wünsche, etc. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, gerne liken, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Aber ihr kennt das Spiel. So, wir schauen uns das nächste Volk an. Und dann dürfte das auch für dieses Video, sage ich jetzt mal, ausreichend sein. Weil zu lange Videos sind dann auf Dauer so, kann man sich im Winter angucken, ne? So, Mädels. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich nicht vielleicht auch nochmal meinen Smoker gleich nochmal ein bisschen befüllen muss. Ich verwende einfache Holzpellets. Aber ich habe mir jetzt aus dem Imkershop so Rauchhanf geholt. So, Mädels. Rauchhanf geholt, was relativ schnell und relativ gut brennt. Und auch relativ gut riecht. Ne? So, jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich denken, nicht das. Nein, nicht das. So, aber das ist eine andere Geschichte. Auch hier wieder. Einmal kurz die Wachsbrücken oben ab. Ja, das geht natürlich ganz gut, weil jetzt ist das Wachs warm. Durch die Brüterei von den Bienen, auch dieses Volk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8,5 Wabengassen besetzt. Reicht vollkommen aus, um den Honigraum zu geben. Ne? Ein sehr entspanntes Bienenvolk. So, auch hier einmal kurz rundherum. Propolisbrücken weg, dann eben einmal kurz die Randwabe gezogen,
Auch hier sehe ich schon frischen Nektar, den sie eingetragen haben. Der große Vorteil ist natürlich bei so doppelstöckiger Betriebsweise. Oh, da sind auch schon, da hat die Königin auch schon angefangen zu legen oder zu stiften. Das ist sehr gut. Hier unten ist ein, ich sag jetzt mal, Droheneck. Hier oben normale Arbeiterinnenzellen, hier unten Drohnenzellen angebaut. Auf beiden Seiten. Muss man natürlich mit leben, wenn man keinen Drohnenrahmen einbauen will, ne? Oder einsetzen will. Aber ich sag so, wie es ist. Mich stört es jetzt persönlich weniger, weil die Bienen wissen am besten, was sie brauchen, als wir Imker. So, auch hier schon alles komplett voll mit Brut. Ich habe bis jetzt auch noch bei keinem einzigen die Königin gesehen, ne? Bei keinem einzigen Volk die Königin. Aber wie ich das ja eben schon gesagt hatte, muss ich auch nicht. Wenn ich sehe, hier ist Brut drauf und das ist hier vor, ne, ausreichend vorhanden und das ist sehr, sehr gut für diese Jahreszeit. Ne? Auch hier auf der Seite alles komplett. Ach, guck mal, da ist die Queenie. Ich zeige sie euch. Queenie aus dem letzten Jahr, nicht markiert. Eine schöne Königin mit einem, da vorne, da ist sie. Eine schöne Königin mit einem schlanken, langen Hinterleib. Ne? Jetzt ist sie auf der anderen Wabengasse, auf der anderen Seite. Da unten auf dem, da muss ich natürlich gucken, dass sie jetzt nicht gleich runterfällt. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Da läuft sie. Hier, wo mein Daumen ist, da läuft die Königin. So. Herrlich. Dann kommt die jetzt auch wieder ins Volk. Weil, wenn die nämlich gleich runterfällt, dann haben wir ein Problem. Also ihr nicht, aber ich. Wenn ihr euch das traut, die Königin anzufassen, ne? Könnt ihr das natürlich machen. Ich mache das auch. Ich packe sie am Oberkörper, am Kopf, ganz vorsichtig und setze sich jetzt in die nächste Wabengasse rein. Das minimiert natürlich die Gefahr, dass man die Königin quetscht. Ne? Es gibt auch so Abfangclips, die kann ich euch empfehlen, sage ich jetzt mal so als Jungimker. Wenn ihr die Königin findet und Angst habt, sie zu zerquetschen, dann käfigt sie diesen Abfangclip, packt ihn hier an die Seite. Natürlich nicht in die pralle Sonne, sondern irgendwo hin, wo das sonnengeschützt ist. Dann habt ihr da auch keine Probleme mit. Ich habe sie jetzt eben hier vorne reingepackt und ziehe mir jetzt mal eben kurz zwei Waben auseinander und gucke mir jetzt mal einmal die mittlere Wabe eben einmal an. Und dann reicht mir das für dieses Volk. Da reicht mir das auch mit der Frühjahrsdurchsicht, weil ihr seht selber. Ne? Kompaktes, schönes Brutnest. Hier oben komplett bestiftet. Oben ein Futterkranz drauf. Vereinzelt Drohnenwaben oder Drohnenzellen, die schon verdeckelt sind. Auf der anderen Seite genauso. Das reicht mir vollkommen aus. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Ich muss nicht alle 22 Waben durchgucken. Wenn irgendwas Auffälliges ist, dann muss ich das machen. Aber auch da gibt es verschiedene Varianten, die man dann anwenden kann. Ne, um der Schwarmvorbeugung, sage ich jetzt mal, oder um zu verhindern, dass die Bienen schwärmen wollen, beziehungsweise später abhauen wollen. Ne? Aber da kommen wir noch in den nächsten Videos drauf, automatisch, beziehungsweise da werde ich die Themen für euch mit aufnehmen. So, die Wabe war so und die Wabe kommt dann auch so wieder rein. So, schön, einfach herrlich. Jetzt eben kurz noch mal einmal ein bisschen vermitteln, dass die Abstände oben von den Hoffmann-Seitenteilen auch alle wieder passen. Absperrgitter, den Smoker, Bienen ein klein bisschen nach unten treiben.
ein bisschen weg. So. So. Und jetzt kommt der Honigraum drauf. So, auch hier oben wieder im Querbau. Bienenvolk im Längsbau. Fertig. Folie rauf. Das ist natürlich immer diese Folie. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ne? Aber gut. So, Folie rauf. Deckel drauf. Sicherungsklepp wieder rauf. Fertig. Ja, meine Lieben. Ich werde jetzt die anderen Bienenvölker noch weitermachen. Dann kommt da auch der erste Honigraum rauf. Ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt dieses Video durchgeschaut habt. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag, angenehme Nacht, angenehmen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und schön gerne kommentieren, abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Euer Bienenliebe-Team. Ciao, ciao.